Aber Dresden! So, ich war am Wochenende in Rom mit meiner Frau zusammen. Bei der Lega Nord eingeladen. Das ist so ungefähr die CSU von Italien. Aber eine mutige CSU, muss man sagen. Die Lega Nord hat einen Kongress zu den Themen Identität und Überfremdung durchgeführt und hat jemanden gesucht aus Deutschland, der die Pegida erklären kann, von der irgendwie jeder schon mal gehört hat dort, aber keiner weiß so recht, was damit anzufangen. In Italien denken die Leute, Merkel ist Deutschland. Und in Italien denken die Leute auch, jeder Deutsche steht hinter Merkel. Die Gespräche waren intensiv und für die Italiener waren zwei Dinge ein Schock. Der erste Schock, dass es in Deutschland keine einzige Zeitung und keinen einzigen Sender gibt, der hinter der Pegida steht. Unvorstellbar für italienische Verhältnisse. Und der zweite Schock, dass es keine Partei gibt. Lügenpresse, 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 Lügenpresse. Und der zweite Schock, dass es keine Partei gibt, die sich eine so wunderbare Bürgerbewegung zur eigenen Vorfeldorganisation gemacht hat. Nachdem den Politikern dort klar war, wie das hier ausschaut in Deutschland, ist der Respekt vor der Dresdner Pegida ins Unermessliche gewachsen. Und der Europaabgeordnete der Lega Nord, Lorenzo Fontana, hat ein Grußwort geschickt, das ich jetzt verlese. Ein paar kurze Sätze von Rom nach Dresden. Lorenzo Fontana schreibt, Europa besteht aus vielen, voneinander sehr verschiedenen Regionen. Sie alle haben ein gemeinsames Ziel. Sie wollen ihre Eigenart, ihre Identität bewahren und beschützen. Unsere Stärke, Europas Stärke, ist das Wissen, dass es überall in Europa Bürger gibt, die gegen die Macht der Medien und der Politik aufstehen. Rom grüßt Dresden. Wir sitzen im selben Boot. Im Rahmen dieses Kongresses und drumherum war es meine Aufgabe, auf zwei Fragen zu antworten. Die erste Frage, was ist die Pegida? Und die zweite Frage, was bewirkt sie? Die erste Frage habe ich normalerweise beantwortet mit ein paar einfachen Sätzen. Es sind gute, mutige Bürger, die die Pegida bilden und ausmachen. Ihre Organisatoren kommen aus dem Volk. Es ist keine Partei, sie hat keine finanzkräftigen Strukturen, sondern steht ganz und gar auf eigenen Füßen und spaziert mit den Füßen ihrer Teilnehmer Woche für Woche durch Dresden. Hinter jedem dieser Spaziergänger, hinter jedem dieser mutigen Bürger stehen aber mindestens 100, wenn nicht mehr, die nicht in Dresden dabei sein können, sondern von zu Hause aus mitfiebern und hoffen, dass es mit diesen Spaziergängen so schnell kein Ende hat. Auf die Frage, was die Pegida bisher bewirkt hat und was sie bewirkt, habe ich folgende Antwort gegeben. Pegida hat eine dreifache Distanz deutlich gemacht, einen dreifachen Graben.
Der erste Graben verläuft zwischen der Parteipolitik und dem Volk. Der zweite Graben zwischen den Medien und dem Volk. Und der dritte Graben zwischen allen Gesellschaftsexperimenten und dem Volk. Und diese Gesellschaftsexperimente, mal grob ausgeführt, das ist zum einen das Experiment des Gender Mainstreamings und das ist gleichzeitig der Angriff auf die Familie und auf die Normalität im Umgang miteinander. Der zweite Graben ist der Political Correctness. Das ist der Angriff auf die normale Sprache, auf das normale Benennen der Probleme. Und das dritte Experiment ist das Bildungsexperiment, das eben aus der nächsten Generation, der jetzigen Schülergeneration, eine Generation von Kindern und Jugendlichen macht, die fast nichts mehr über ihre eigene Geschichte und über ihre eigene Identität wissen. Pegida macht Woche für Woche klar, dass sie mit diesen Experimenten und mit dieser Distanz von Idee und Wirklichkeit zu Ende gehen muss. Wie war das nun in Rom? In Rom war ein großer Platz, die Piazza del Popolo, der Platz des Volkes, angefüllt mit 60.000, 65.000 Demonstranten. Die Italiener haben eine etwas andere Mentalität. Diese Demonstration war nicht so ruhig und ernst und feierlich, wie man es hier spürt, wenn man mit diesem großen Zug durch Dresden geht. Es war inszeniert wie in einem Fußballstadion. Jeder hatte 2 oder 5 Fahnen dabei, ich konnte das gar nicht zählen. Es waren Bengalos, die brannten, die grünen Farben der Lega Nord wehten über den Platz wie ein Nebel. Dramatische Musik, einpeitschende Reden, sich überschlagende Redner. Und Lutz, ich muss dich korrigieren, meine Rede, die ich mühsam vorbereitet hatte, den ganzen Abend vor mich hingesprochen, die paar italienischen Sätze, konnte ich nicht halten, weil die anderen Redner zu lange sprachen und am Ende einfach 10 Gastredner abgeschnitten wurden. Ich hätte Rom gegrüßt von Dresden und hätte gesagt, dass uns das sehr beeindruckt, dass es im Süden eine starke Kraft gibt, die an der gleichen Sache arbeitet und für die gleiche Sache kämpft, gegen die gleiche Sache kämpft, gegen die Überfremdung Europas und das Ganze im Süden unter schweren Bedingungen, weil viele derer, die übers Meer kommen, natürlich zunächst in Italien anlanden und sich von dort aus auf den Weg in den Norden machen. Unter diesen 10 oder 15 Rednern, die sprechen konnten und die sehr ausgedehnt und sehr emotional sprachen, waren professionelle Politiker, aber auch 3 Stimmen direkt aus dem Volk. Und das war sehr beeindruckend, sehr gut. Es sprach ein Fischer, es sprach ein Bauer und es sprach ein Rechtsanwalt. Und alle haben erzählt von den Problemen, die sich häufen und haben erzählt, wie wenig sie Rom wiedererkannt haben, nachdem sie jahrelang nicht dort waren, nun dorthin kamen und ihre eigene Hauptstadt kaum mehr wiedererkannten. Das ist dort nicht anders als hier und es ist dort auch eine Bürgerbewegung, die um ihre Identität kämpft und die unterschiedslos jeden einsammelt und unter eine gemeinsame Fahne bringt, der an dieser großen gemeinsamen Identität des Kampfs um das eigene Volk und um die eigene Kultur sich beteiligen möchte. Die Frage, die ich mir heute Abend nach meiner Rückkehr aus Rom und hier wieder unter euch Dresdnern auf diesem schönen Spaziergang gestellt habe, ist, welche Geschichte wollen wir eigentlich erzählen, wenn wir in 30 Jahren zurückblicken auf den Anfang hier in Dresden, auf den Anfang der Pegida, den wir miterleben können.
Ich stelle mir vor, dass ich in 30 Jahren mit meiner Frau zusammen und vielleicht ein oder zwei meiner Enkel durch Dresden gehe, hier auf dem Neumarkt stehe und erzähle, dass hier mal 10.000, 15.000 Leute versammelt waren, um zu demonstrieren, für ihr ganzes Volk zu demonstrieren, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich kann meinen Enkeln sagen, es ist auch so nicht weitergegangen. Und dann gehen wir hier vom Neumarkt zum Pegida-Platz. Über die Bachmannstraße. Und ich, Trottel, habe mein Auto in der Merkelstraße abgestellt. Und ich kann nicht wenden, denn das ist eine Sackgasse. Macht weiter so.